Hallo Leute und willkommen zur 27. Folge von Undiscovered. Zwischen den Folgen habe ich etwas Sludge noch herstellen lassen und für Crystallized Sludge. Und da habe ich mir gedacht, oh, das dauert so lange und mein Bitumen war auch schon fast leer. Und deswegen habe ich hier das noch gebaut. Hier drunter ist ein Animal Sewer. Und damit konnte ich dann hier im Fractionating Still, ich zeig's euch kurz, auch Crystallized Sludge, Sludge herstellen. Mit einer Chance von 3% zwar nur, aber das war's mir wert. Weil ich habe mal nachgeguckt, hier waren es 4%. Da dachte ich, okay. Und hier hat man ja dann auch nochmal ein bisschen Sludge rausbekommen und das konnte ich dann hier mit reinfüllen. Und dann ging das doch relativ schnell. Allerdings ist es hier leider so, dass durch die Blöcke, die hier sind, meine Windturbine nicht mehr arbeitet. Aber die Energie hat die Nacht über ausgereicht, deswegen war mir das irgendwie scheißegal. Am liebsten würde ich die Kühe trotzdem irgendwie da drin behalten und mein Stuhl, der knarzt so extrem beschissen. Das nervt mich. Aber wir haben jetzt genug Crystallized Sludge, um endlich das hier herzustellen. Endlich. Ich weiß nicht mehr, wofür das war, aber ich glaube, es war um so ein Tungsten Wolframit. Ui, cool. Jetzt sehe ich das. Und hier ist ein Balken. Ich hoffe, das reicht wirklich perfekt aus. Wehe, wenn nicht. Aber auf jeden Fall, wir wollten das hier machen. Und zwar zu Tungsten Chunk. Und das konnten... Das, warum haben wir das nicht anders gemacht? Warum haben wir das nicht über den... A gemacht und dann einfach hier reingeworfen. Den A ist doch bestimmt viel einfacher zu bekommen. Egal. Ich habe das jetzt so gelöst. Das ist auch eine gute Lösung. Und Hauptsache, wir kommen endlich bald mal an den Digital Miner, ey. Das... Ich hoffe, ich schaffe das noch. Weil ich will ja nicht so viel im Voraus aufnehmen. Ich bin jetzt schon beim 8. August. Heute ist der 8. August, wenn ihr das Video seht. Außer ich habe meinen Plan nochmal ein bisschen umgemacht, damit ein paar mehr Videos kommen, weil ich so viele vorproduziere. Weil wir haben immer noch den 21.7. Und das ist in 2 Wochen. Ein bisschen mehr als 2 Wochen, vielleicht 2,5 Wochen, bis ihr dieses Video hier seht. Von dem Zeitpunkt, wenn ich es aufgenommen habe. Und das ist schon... heftig, finde ich. Jawohl. Und das finde ich echt doof. Aber naja, was soll man machen? Ohr-Injection Tool. Ich baue jetzt einfach mal ein Ohr-Injection Tool. Und mein Stuhl hat schon wieder geknarzt. Ich hasse ihn. Der nervt mich immer so. Kann ihn nie mal jemand ausschalten. Das ist so traurig. Eigentlich, wir könnten doch mal unseren Iron Wine trinken. Das wollte ich eigentlich schon in der Folge dann nachmachen. Oh, wir haben Nausea. Egal, wir trinken. Oh. Das sind keine coolen Effekte. Ach, ich habe aus Versehen 2 irgendwie gleichzeitig getrunken. Ui, ich säufer. Naja, das wird lustig, die Folge. Da sind wir halt ein bisschen besoffen. Naja, was fehlt uns noch? Hier, 2 Spikes. Das 2 Spikes, die habe ich doch eben noch gesehen. Aber die Stone Rods brauchen wir auch. Hier, Iron Rod. Das ist Steel. Das ist Iron. Naja. Die Spikes, die waren noch hier drin, oder? Kleiner Algi, Kleiner Algi.
Small Souls 3. Zum Glück steht hier oben. Also zum Glück steht hier oben. Auf was ich drauf guck. Ach, Menno. Ich hatte doch noch Spikes. Die habe ich doch eben erst gesehen. Hey, wo sind die Spikes? Hä? Okay, ich habe welche hergestellt und ja, ist ja auch Rain. Ach, verdammt, ich habe das hier vergessen. Mit Grün. Oh nein, ich habe kein Grün. Oh ja, Norsha ist endlich zu Ende. Oh, das hat mich so genervt. Das war so nervig. Okay, eins noch. Alles tutti frutti. In Embrace. Ich frage mich aber, was das macht. Inappropriated. Und ich frage mich, wie viel FPS ich überhaupt habe. Weil ich nehme ja eigentlich mit 60 FPS auf, aber wenn das Spiel nicht 60 FPS ist, dann kann ich das eigentlich auch lassen. Fällt mir gerade ein. Und eigentlich wollte ich mir einen Eimer voll Milch holen, aber... Sollte man sowas tun? Ihr wisst doch. Ist nicht ganz so gesund, diese Milch. Eieiei. Eieiei, echt nicht gesund, diese Milch. Milch ist Gift. Aber wir haben das. Juhu. Und gleich haben wir noch ein zweites davon. Quest completed. Also habe ich doch nur eins davon gebraucht. Ach Mann, ich dachte es mir. Das ist bei... hier drin. Oh, das heißt, wir können jetzt Tungsten herstellen. Wo habe ich meinen Tungsten? Tungsten? Tungsten! Oh. Und das kann jetzt in den Arc Furnace. Ui, das zieht ganz schön Energie. Oh, ich kann schlafen, ich kann schlafen. Nein, aber jetzt! You can only sleep at night. Ich frage mich, ob ich in der 1.13 mal was spielen sollte. Ich frage mich, ob ich das eventuell sogar schon getan habe, wenn ihr das Video seht. Ja, ich mache mal noch zwei mehr, aber ich mache das trotzdem schon mal so. Und dann können wir die Striped Machine Blocks... Oh, geil. Ich wusste nicht mehr, wie es wirklich heißt. Aber ich hatte recht. Ich hatte recht. Davon kann ich 12 Stück herstellen, um 4 Stück wegzutun. Und dann können wir das wegtun und das mal wegtun. Das kann dahin und das kommt hier unten hin. Super, dann können wir jetzt endlich mal den Grinder aufstellen. Dafür brauchen wir hier die Machine Blocks. Darauf kommen hier die Iron Crate Machine Blocks. Blocks, ey. Die Iron Machine Blocks kommen hier an die Seite. Unten kommt das hin. Hier kommt nochmal zwei Machine Blocks. Und hier oben kommen zum Schluss die Strip-Dinger. Die Stripper da. Und dann klicken wir da drauf und wir haben es. Und Energie ist genau auf der anderen Seite. Das heißt, wir können das jetzt nochmal abbauen. So fast. Also, wir können das ja einfach so machen. Müsste ja passen. Ja, cool. Und dann kommt das da dran und eins kommt da dran. Ich habe vergessen, die Wire davon aufzuschreiben. Add Magnetic Craft. Und zwar, welche Wire war das? Small Cop... Nee, eine ganz normale Copper Coil, oder? Ja. Oh, dafür habe ich das nochmal gebraucht. Cool. Das heißt, jetzt wird da drin Energie aufgebaut. Und wenn wir noch mehr Wolfram haben,
was wir haben sollten. Wolframite. Da haben wir nochmal 10. Da haben wir nochmal 4. Oh, nochmal 32. Das war von meiner Mining-Tour, würde ich mal meinen. Haha. Mining-Tour, würde ich mal meinen. Ah, das war witzig. Auf jeden Fall können wir diese Sachen in dem Grinder grinden. Und dann haben wir das hier und eventuell noch ein bisschen Gravel. Und das können wir dann in der Mana Infusion zu zwei Tungsten-Chunks machen. Und das können wir dann wieder im Arc Furnace verwandeln. Jawollo. Das heißt, das lege ich mal hier rein und das kann immer mal ein bisschen was herstellen. Nur um hier hin. Ach ja, in der letzten Folge habe ich hier hinten einen Fehler gefunden. Und zwar. Hier, man sieht ja, dass die sind auf den gebunden, aber hier haben 4 auf einmal nichts mehr angenommen und die waren auf den gebunden, weil der näher von denen aus war. Das war richtig kacke. Richtig kacke. Aber jetzt geht ja alles. Wir haben fast einen halben Mana-Pool schon voll. Krass. Eigentlich könnte ich das jetzt auch wieder hier so machen. Und dann kann ich hier unten drunter nämlich etwas von Botania hinstellen. Und zwar Alchemy Catalyst. Und der ist sogar recht einfach herzustellen. Ich hoffe, wir haben noch 2 Blaze Rods. Ansonsten besorge ich schnell welche in Nether. Blaze Rods. Ich will nicht in Nether. Bitte lasst mich nicht in diesen Nether. Oh. Bis gleich. Ich Okay, will Leute, sterben. ich habe 2 Blaze Rods besorgt, aber mir ist gerade noch was eingefallen. Denn mit dem Drop of Evil kann man, wenn man auf einen Spawner rechts klickt, warte, ich zeige euch das gleich mal. Och, Menno. Warum sind hier so viele Blazes? Ach, ich mach das jetzt einfach. Kann man den den Spawner abbauen? Ach, gut. Bin ich wenigstens gestorben. Dann bin ich jetzt wenigstens gleich ein Geist. Dann kann ich euch das jetzt trotzdem so zeigen. Aber erst gehe ich nach Hause. Und zwar hat man dann einen Disturbed Mob Spawner. Und den könnte ich jetzt wieder hier in die Welt reinstellen. Und dann hätte ich hier einen Play Spawner. Das ist doch cool, oder? Ich weiß nicht, ob man den dann nochmal mit dem abbauen kann, aber ich würde mal sagen, ja, aber ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall könnte ich den jetzt wieder weglegen. Eigentlich wollte ich das schon vor 3 Folgen mal gemacht haben, aber habe ich nie gemacht. Und ja, cool, ich weiß. Aber ich habe sogar 3 Blaze Rods bekommen. Aber ich brauche ja nur 2. Und dann brauche ich diese Sachen, um mir dieses herzustellen. Dann brauche ich eine Mana Pearl. Dafür brauche ich die Stable Ender Pearl. War das die? Jawohl. Dann brauche ich 2 Gold und 4 Living Rock. Die Living Rock, die habe ich hier. 4 Living Rock. Und 2 Gold. Wenn ich mich richtig. Ja, genau. Und wenn ich das jetzt unter einem Mana Pool platziere, und das mache ich bei dem hier, weil der am vollsten ist, kann ich mal von da unten jetzt das. Boah, das ist sogar schon durch. Krass. Kann ich auf jeden Fall mir das mal nehmen. Und kann das gleich mal in den Pool reinwerfen. Aber erstmal gucken wir uns an. Das hat so viel. Wenn wir eins reinwerfen, hat's immer noch so viel. Ja, jetzt nicht mehr. Aber jetzt haben wir das Ganze verdoppelt und können das auch hier reinlegen. Viel Spaß beim Arbeiten. Du tust mir leid, du Argfurnace.
Ich tu mir leid, meine Energieversorgung. Verdammt. Ja, vielleicht sollte ich doch nicht ganz so viel herstellen lassen, sondern mal nur das. Das wird auch reichen. Vielleicht sollte ich da nochmal eins reinlegen, damit der Balken wenigstens voll wird. Eieiei. Ach, ich habe gar nicht alle reingeworfen. Also doch, aber ein paar kamen unverwandelt zurück. Oh. Ja gut. Alles klar. War das für die Folge? Ich glaube, nein, das war es noch nicht für die Folge. Wofür haben wir eigentlich so lange auf Tungsten gewartet? Tungsten. Um euch das nochmal zu zeigen. Nicht um mir das zu zeigen, nein, nein, nein. Wir brauchten Tungsten Blades für... Ach, ich träg mich. Oh. Für den Enchanted Frame. Und den haben wir gebraucht für... den Induction Smelter. Ja, genau, den Induction Smelter. Und wir brauchen auch den Fluid Transposer. Genau, den Fluid Transposer. Der braucht aber nur normales Frame, also bei dem ist alles easy. Oh, ich freue mich schon drauf. Oh, wie ich mich jetzt freue. Aber brauchen wir nicht auch ein Magma Crucible? Weil ich muss ja auch an Enderium drankommen und dafür brauche ich dieses Resonant Ender. Und dafür brauche ich... Ja, ich brauche noch ein Magma Crucible. Den habe ich auch vergessen aufzuschreiben. Magma Crucible. So, hab's aufgeschrieben. Und dann probieren wir in der nächsten Folge hiervon was herzustellen. Was scheinbar ein bisschen schwieriger wird. Ja, das wird es. Okay, dann probieren wir das doch noch nicht herzustellen. Dann probieren wir erstmal andere Sachen zu machen. Aber den Fluid Transposer, den können wir bauen. Ja, den können wir bauen. Aber dann würde ich mal sagen, war es das von der Folge? Wir waren produktiv, wir haben endlich Tungsten. Yay. Und ciao, Leute.